Mit 100 Metern Durchmesser ist das Radioteleskop Effelsberg eines der größten vollbeweglichen Radioteleskope der Erde. 3200 Tonnen wiegt es insgesamt. Die Oberfläche der Antenne hat mit 100 Metern Durchmesser imposante 7850 Quadratmeter. Das ermöglicht noch den Empfang von extrem schwachen Radiosignalen. Das Effelsberger Radioteleskop wurde auf einem Ringfundament von 64 Meter Durchmesser errichtet. In 12 Minuten kann der Gigant in der horizontalen um 360 Grad gedreht werden. 6 Minuten sind erforderlich, um das Teleskop um fast 90 Grad zu kippen. Sechzehn Drehmotoren mit einer Leistung von je 10,2 kW bewegen die riesigen Empfangsantenne. Seit der Inbetriebnahme nach gut 3 Jahren Bauzeit im Jahr 1972 wurde kontinuierlich an der Verbesserung der Technologie gearbeitet, so dass es auch heute noch als eines der weltweit modernsten Teleskope gilt. Mit dem Teleskop werden unter anderem Pulsare, kalte Gas- und Staubwolken, Sternentstehungsgebiete, von schwarzen Löchern ausgehende Materiejets und Kerne ferner Galaxien beobachtet. Es werden Radiowellen aus bis zu 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung empfangen. Auf der Aussichtsplattform oberhalb der Anlage hat man einen wirklich sehr guten Blick auf das Radioteleskop und sehr gute Fotografiermöglichkeiten. Es gibt Informationsschautafeln am Pavillon, einen Planetenwanderweg über knapp 800 Meter vom Parkplatz zum Pavillon, den Milchstraßenweg über 4 Kilometer von Burgs Ahr durch das wirklich sehr bezaubernde Saarbachtal zum Teleskop und den Galaxienweg über 2,6 Kilometer vom Wanderweg hinter dem Radioteleskop bis zur Martinshütte. Ein Ausflug zum Radioteleskop Effelsberg ist in jedem Fall ein imposantes Erlebnis und kann sehr gut mit einer kurzen oder längeren Wanderung durch das Saarbachtal verbunden werden.